Jo, hi Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute in diesem Video habe ich den einzig wahren Date zu dem Wit dabei. Was geht? Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Mittag, guten Nachmittag, guten Brunch wünsche ich an alle, die dieses Video eingeschaltet haben. Erstmal vielen lieben Dank. An erster Stelle muss ich erwähnen, ich habe meine Softboxen nicht an. Ich habe so ein gemütliches LED-Licht im Hintergrund. Ich denke mal, das sollte trotzdem fit gehen. Safe. Ja, wie ihr seht, das ist ein Interview-Video. Ich werde David ein paar Fragen stellen. So wie ich es in Erinnerung habe, hast du mit dem Psergedon-Kanal angefangen? Mit Clash of Clans-Videos? Kann das sein? Ja, aber lustig ist es, dass der Kanal nicht am Anfang Playergedon hieß, sondern Clash of Gaming. Das war der allererste Name. Ich erzähle mal jetzt ein bisschen Background-Story dazu. Mhm. Also, der Kanal wurde damals mit einem anderen Kumpel gegründet und dann ist noch jemand aus meiner Klasse damals eingestiegen, aber ich bin der Einzige gewesen, der das so straight durchgezogen hat, YouTube, und irgendwann habe ich die anderen gefragt, yo, ist es in Ordnung, wenn ich den Kanal alleine weiter durchziehe, weil, yo, ihr ladet nichts hoch und ich hätte schon Bock drauf, meine die so, ja, kein Problem, alles gut, und dementsprechend wollte ich dann den Namen ändern, weil Clash of Gaming hat mir jetzt nicht so ganz gefallen. Verstehe. Und tatsächlich gab es vor Playergedon schon den Namen Tomageddon, also Tomageddon gab es schon vor Playergedon. Ja, moin. Tatsächlich, aber ich dachte mir damals, okay, Tomageddon, weiß ich nicht, will ich mir eigentlich für einen Zweikanal irgendwann aufheben, war zumindest mein Grundgedanke, und deswegen habe ich überlegt, okay, Clash of Gaming, ja, ich habe Gaming-Videos gebracht, was kann man nehmen, okay, Playergedon. Das macht Sinn irgendwie, weißt du noch, welches Jahr das war? Also, Clash of Gaming kam das erste Video am 31.10.2014. Das weiß ich noch ganz genau. Ich kann dir sogar sagen, was ich an dem Nachmittag gemacht habe. Ich habe mich mit dem besagten Kumpel getroffen. Da habe ich dieses Clash of Clans Video 5 Minuten aufgenommen. Er hat mir alles gezeigt, wie es geht, wie ich einen Bildschirm aufnehme, wie ich in Camtasia 8 ein Video schneide. Camtasia 8, ja moin. Junge, Camtasia 8, bestes Schnittprogramm ever. Ey, voll gut. Ja, absolut. Und dann haben wir dieses Video fertig gemacht, ne? Fertig gerendert, hochgeladen. Hochladen hat Ewigkeiten gedauert, weil ich damals noch eine 16K-Leitung hatte. Und dann sind wir zum Markauf gegangen. Wir wollten uns, glaube ich, irgendwie Snacks oder sowas holen. By the way, kennst du den Laden Markauf? Nicht, dass ich hier irgendwas erzähle. Nee. Okay, Markauf ist einfach ein Discounter. Ah, okay. Einkaufszentrum, ja genau. Da haben wir uns einen Snacks geholt, Getränke, und als wir wieder zu Hause gewesen sind, war das Video auch schon hochgeladen und das war der Start. Jo, wie gut. Und ja, du hast aber auch weitergemacht. Bis heute. Ja, ja, mehr oder weniger aktiv damals, aber jetzt seit 2,5 Jahren sehr aktiv. Wie war das denn damals so? Aber auch so, yo, jetzt fange ich mit YouTube an. Hattest du dann nicht irgendwie Angst? Ich hatte irgendwie Angst gehabt, so mit dem Gedanken, yo, ich weiß jetzt, ich bin im Internet zu hören, Leute können mich dabei zuschauen, wie ich ja ein Videospiel spiele und dabei rede. Ich glaube, ich selber hatte mehr Tage gebraucht, um diese Entscheidung zu fällen. Bei dir hört es eher so spontan an. Ja, schon, auf jeden Fall. Also, ich habe mir da gar keine großartigen Gedanken drum gemacht. Ich habe es einfach gemacht. Oh, okay. Ja, gut. Boah, I'm sorry, ich habe übelst böse Husten. Alles auf jeden Fall habe ich mir gar keine großartigen Gedanken gemacht. Ich habe auch nicht gedacht, dass da irgendwie großartig Feedback oder so kommt. Ich habe es nur für den Spaß gemacht und ja, es war cool. Also am Anfang hat sich auch so eine kleine Clash of Clans Community damals gebildet. Von daher hatte man so ein paar Leute im Rücken. Oh, wie cool. Aber früh hat man auf jeden Fall gemerkt, dass dann irgendwelche Leute von derselben Schule oder derselben Klasse Witze drüber gemacht haben. Boah. Hat mich tatsächlich nie so stark interessiert. Also ich habe es wahrgenommen, aber ich wusste so, ey, mir macht Spaß und von daher muss ich halt damit leben. Ist irgendwie schade, dass Leute da wie das eher negativ sehen, wo ich wiederum aber da sitze und mir denke, yo, der Typ hat eventuell damit eine Leidenschaft fürs Leben gefunden und er macht das ja, weil er Spaß dran hat. Und jeder fängt auch, wer hat anfangs, ja, wirkt auch wie ein Profi an. Du hattest sicher auch in dieser Zeit viel dazugelernt. Wenn ich mir alleine Videos von einem halben Jahr anschaue, würde ich schon sagen, ja, ist jetzt eigentlich nicht so gut gemacht. Oder Thumbnails von einem halben Jahr, wo ich denke, würde ich jetzt anders machen. Also, ja. YouTube ist wirklich so ein ständiger Lernprozess. Und wenn ich mir so Dinge von vor 7 Jahren anschaue, ne? Das waren die Anfänge. Das waren die Anfänge. Kann man besser machen, würdest du vielleicht denken. Ja, definitiv. Aber da muss man aber auch sagen, so, also zumindest würde ich das auch so sehen. Also schön, wenn man eine Entwicklung sieht und eine positive Entwicklung sieht über die Jahre.
Bei dir jetzt bezüglich zum Beispiel deiner Stimme, kommst du schon immer damit klar mit deiner eigenen Stimme oder gab es da manchmal Momente, wo du dachtest, oh, jetzt höre ich meine eigene Stimme oder oh mein Gott, ich sehe mich jetzt selber beim Schnittprogramm. Oh nein, das ist so unangenehm. Gab es irgendwie so Momente bei dir, wo du das bewusst kann ich mich nicht mehr dran erinnern, aber ich meine, dass es vor allem am Anfang so gewesen ist, dass ich schon komisch fand, mich selber zu hören. Vor allem über Lautsprecher. Also ich glaube, am Anfang habe ich immer noch Kopfhörer reingepackt, weil ich immer Angst hatte, dass meine Eltern das irgendwie hören. Und ja, aber das war auch nicht lange. Man gewöhnt sich sehr schnell dran. Vor allem, ich habe damals Daily-Videos gemacht, teilweise 2 Videos pro Tag. Deswegen habe ich mich sehr schnell dran gewöhnt, ja. Alter, das finde ich so krass, so wenn man einfach so mit YouTube anfängt und schon so den 2 Videos Daily-Grind fährt. So, das ist heftig so. Yo, aber ich muss sagen, ich war damals in der Realschule, in der 9. Klasse, wo ich begonnen habe. Und Alter, meine Schultage gingen bis 13 Uhr. Boah, okay, entspannt. Ohne Hausaufgaben und es gab Tage, wo ich auch nach 11 Uhr Schluss hatte. Also ich hatte Zeit ohne Ende. Irgendwie war das schon damals so ein gewisser Ehrgeiz da. Ich weiß aber nicht, oder weißt du noch damals, was so die Grundmotivation war? Also eine Grundmotivation ist auf jeden Fall da gewesen. Ich kann dir aber nicht mehr sagen, was die Motivation gewesen ist. Weil ich kann mich an eine Situation erinnern. Da war ich abends um 20 Uhr noch am Aufnehmen. Das war für meine Verhältnisse sehr spät damals. Ja. Und ich habe einen FIFA-Part aufgenommen, FIFA 15 ist das gewesen. Ich habe einen Part aufgenommen und habe im Endeffekt gemerkt, oh shit, ich habe mein Audio nicht mit aufgenommen. Dann ist so scheiße, eigentlich muss noch ein Part kommen und dann habe ich die Aufnahme nochmal gemacht und dann war es irgendwann nach 9 Uhr und meine Mutter hatte mich dementsprechend noch angesprochen und ich meinte so, nee, das will ich heute noch unbedingt fertig haben, aber... Was genau die Motivation dafür gewesen ist, weiß ich echt nicht mehr. Ich weiß aber nur, dass ich sehr ehrgeizig war, was das anging. Und das war 2015 auch. Dort hatte ich einen längeren Urlaub in der Ukraine. Und der Urlaub ging, ich glaube, 5 Wochen. Und da habe ich damals, ich glaube, Alter, 30 Videos vorproduziert. Was? Und das habe ich sogar, das habe ich sogar hinbekommen und straight durchgezogen, ja. Wie ehrgeizig, ich hab mir auf dem Blog so einen Plan gemacht, so an dem und dem Tag muss ich das und das aufnehmen und das ziehe ich dann bis zum Urlaub halt durch. Und du hast es einfach geschafft. Jo, also ich musste noch ein bisschen, ja gut, was war das am Schneiden? Gar nichts, also hallo, yo, Freunde, hi, Player Gaddon hier, neuer Clash of Clans Part heute, was geht? Ne, ist ja kein Schnitt drin gewesen. Maximal irgendwie einen Cut musste man setzen. Das war ja keine großartige Arbeit. Aber so ein bisschen musste ich auf jeden Fall was noch im Urlaub dann schneiden. Ja. Ich bewundere deine Grundmotivation da. Und irgendwann von Player Gaddon ging es dann rüber zu Thomas Gaddon. Genau. Weißt du noch, was damals der Grund war? Also, ich weiß noch ganz genau, was der Grund gewesen ist. Das war sogar in diesem besagten Urlaub, wo ich die Entscheidung getroffen habe bezüglich eines neuen Kanals. Weil ich irgendwann gemerkt habe, okay, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr, Clash of Clans zu spielen. Also es hat mir irgendwann echt gar keinen Spaß mehr gemacht und ich habe mich nur noch gezwungen dafür. Also jetzt mal for real, Clash of Clans lief doch gut. Du hattest, glaube ich, auch sogar die Connections dazu mit anderen YouTubern. Also theoretisch, wenn die Erfolg das Wichtigste auf dem Planeten gewesen wäre, hattest du richtig viel Erfolg noch daraus ziehen können, oder? Bestimmt, ja. Also ich hatte ja damals auch Kontakt zu Puki unter anderem. Boah. Ich weiß nicht, ist Lichtle dir im Begriff? Das sagt mir irgendwas vom Namen her. Ist auch jemand gewesen mit ein paar hunderttausend Abonnenten damals, war auch einer der größten so an sich. Ich weiß es nicht, also mir war das gar nicht so wichtig. Also real talk, mir war es wichtiger, das zu machen, worauf ich Bock hatte und damit Erfolg zu haben. Und auf Player Gaddon habe ich ja damals irgendwann mit Nintendo und Horror-Let's Plays gestartet, weil ich das cool fand. Nintendo hat mich meine ganze Kindheit begleitet. Und Horror fand ich schon immer interessant. Ich bin riesiger Horrorfilm-Fan. Ich ziehe mir in der Woche teilweise 3 Horrorfilme rein, weil ich finde das einfach geil. Also ich mag Horrorfilme sehr, sehr gerne. Und deswegen mag ich auch Horrorspiele. Ich mag diesen Reiz, diesen Kitzel, den man dahinter hat. Und diese Videos liefen mit Abstand immer am schlechtesten auf dem Kanal. Deswegen habe ich mich irgendwann dazu entschieden, okay, es hat irgendwie mehr Sinn, wenn ich einfach einen neuen Kanal starten würde. Es ist ja auch so bei Thomas Gaddon, dass du dann halt, glaube ich, da auch trotzdem Nintendo weitergemacht hast und dann halt auch Horror. Genau, also das, was ich am Ende von Player Gaddon auch gemacht habe, habe ich auf Thomas Gaddon weitergeführt, nur ohne Clash of Clans. Na, okay. Ich weiß nicht, ob das erst mit der Zeit kam, aber du warst schon
immer jemand, der echt viel von sich preisgegeben hat. Ja, safe. War das schon seit Anfang an so oder kam das erst mit der Zeit? Das war schon am Anfang an so, weil ich würde von mir persönlich einfach behaupten, ich bin kein Gamer. Auch wenn ich hauptsächlich Gaming bringe, würde ich eher sagen, dass ich, das soll nicht arrogant klingen, aber ich sehe mich eher als Entertainer tatsächlich und nicht als Gamer. Verstehe. Also ich probiere, deswegen spiele ich zum Beispiel irgendwie Mario Bros. 2 und wenn ich eine Münze einsammle, muss ich mir meine Beine wachsen oder trinken Sockentee oder so. Ja, haben das gesehen. Ja, ich finde dieses Entertaining dahinter viel nicer als das Gaming. Und ich merke das immer wieder auf dem Zwei-Kanal. Ich spiele Spiele, worauf ich Bock habe, safe. Aber ich bin jetzt niemand, der 30 Minuten straight übers Game labert. Ich kann 10 Minuten drüber labern, aber dann muss ich irgendwas aus meinem Privatleben erzählen. Mir fehlt das in anderen YouTubern, diese Persönlichkeit. Weil ich gucke viele Videos und denke mir immer so, ja, das ist ein cooles Video, aber was bindet mich an die Person, die das mir gerade erzählt? Meistens gar nichts. Ich weiß, was du meinst. So. Also ja. Es ist gerade bei Let's Plays natürlich auch schwer. So, es gibt Leute, die wollen nur On-Commentary sehen. Es gibt Leute, die wollen... Das ist richtig. Und das ist auch voll okay so. Ne? Und deswegen, jeder soll den Content machen, den er liebt. Aber ich persönlich bevorzuge eher persönlichen Content. Klar steht ein bisschen im Kontrast zu meinem Hauptkanal, weil er sich auch hauptsächlich um Challenges und so dreht. Aber deswegen streame ich beispielsweise so oft. Du hast manchmal Resident Evil gezockt. Moment, ich muss schon meine Socke anziehen und auf Lost unterwegs, was ist so? Man kennt's. Scheiße, ich zieh schnell mein Kondom aus, was? Ja, moin. Du hast mal Resident Evil gestreamt. Ich war nur ganz kurz im Stream, so, ich wollte aber auch kurz vorbeischauen. So. Du streamst so Resident Evil auf einmal so, gar nicht weiß, es war falsch von mir. Der so, ja moin. So. Er singt den Gami, komm heim Song so. Ich hab genau im richtigen Moment angeschaltet. Alter, perfekt, sagen. Mann, so muss es. Ja, zum Beispiel in Horrorspielen ist es so, wenn ich Angst habe, fange ich einfach an zu singen. Das beruhigt mich in dem Moment. Ey, wie gut. Ich selber mag es auch, wenn so YouTuber auch Dinge von sich preisgeben, aber auch, weil ich dadurch auch, wie, ich denke mal, eine bessere Bindung zu der Person aufbauen kann, weil ich auch, wie die Person dadurch besser kennenlernen kann. Du bist wirklich in meinen Augen schon jemand, der sehr persönlich unterwegs ist und auch viel von sich preisgibt. Gerade bei den Jahresrückblick-Videos hast du manchmal echt Dinge gesagt, wo ich mir dachte, yo. Krank, er erzählt es einfach in der Öffentlichkeit so in einem Video. Hattest du schon mal dahingehend vielleicht auch Probleme in Real Life bekommen, weil du irgendwas erzählt hast oder über eine Person geredet hast und die hat es dann im Real Life mitbekommen? Boah, ich will eigentlich auch über niemanden hetzen. Muss doch, also alles gut. Zweimal ist das passiert, aber das ist erst immer passiert, als der Kontakt mit dieser Person nicht mehr vorhanden war. Also als man mit der Person noch Kontakt hatte, war alles cool, aber als der Kontakt nicht mehr da war, war es auf einmal scheiße, was ich erzählt habe. Und das ist etwas, was ich auf jeden Fall, ich will nicht sagen verstehen kann, weil ich nenne nie Namen. Ja. Also da werden keine Namen genannt oder so. Ich sag nur, yo, die und die Person in meinem Umkreis, bliblablub. Also im Prinzip kann jemand im Internet gar nichts mit dieser Aussage anfangen. Die Person aus dem Internet weiß in dem Moment nur, okay, jemand in Davids Umfeld hat das und das gemacht oder das und das gesagt, das und das ist passiert. Und für mich sind diese Jahresrückblick-Videos immer so eine Art, ich will nicht sagen Therapie, aber Selbstreflexion des Jahres und dass ich für mich selber nochmal ausspreche, was ist alles passiert, um Dinge einfach zu verarbeiten. Und wenn das in einem Jahr passiert ist und mich zum Nachdenken angeregt hat oder für mich so wichtig gewesen ist, dass ich das in dem Video erzähle, ist es für mich in dem Moment richtig. Und als die Leute sich beschwert haben, habe ich denen auch jedes Mal angeboten, ey, ist in Ordnung, wenn du möchtest, kann ich das im Nachhinein von YouTube noch rausschneiden. Das Angebot habe ich jedes Mal gemacht. Boah, okay, das ist nett. Ja, aber im Endeffekt kam da dementsprechend keine Antwort mehr, also... Ja. Du arbeitest ja noch bei der Sparkasse, soweit ich weiß, Teilzeit im Moment. Genau. Und die wissen ja, glaube ich, auch von deinem YouTube-Kanal, oder? Ja, safe, auf jeden Fall. Und gab es da mal so vielleicht irgendwie so einen Kommentar von irgendeinem Mitarbeiter oder so? Ein, zwei Leute kamen irgendwann, also feiern das wirklich, was ich mache, weil die auch selber auf YouTube unterwegs sind. Einer, also bei einem habe ich irgendwann erwähnt, am Ende meiner Ausbildung, dass ich das halt jetzt mehr Zeit investieren möchte. Ja. Und dann meinte er zu mir so, yo, endlich erwähnst du es, ich wollte dich auch schon Ewigkeiten darauf ansprechen, aber ich wusste nicht, ob du es unangenehm findest, ich feiere das voll, was du machst. Also voll cool.
Dann gibt es auf jeden Fall Leute, die das so hinterm Rücken so ein bisschen tuscheln. Das ist aber voll normal und es ist mir auch klar, dass das so ist. Und einmal, das habe ich auch letztens in einem Stream erzählt, gab es eine Situation, da hat die eine in meinem Alter sich so ein bisschen drüber lustig gemacht, in Anführungszeichen, wo es so hieß, du spielst Mario Kart im Internet. Und ich so, ja, und jetzt, wo ist das Problem, BTF? Ja. Weird, dass man sich drüber lustig macht. Ja, absolut, das ist... Aber du, ich habe da gar kein Problem mehr mit, wirklich. Ja, glaube ich. So, gerade so zum Beispiel in deinem Freundeskreis. Du bist ja wirklich jemand, der ja, hat wirklich viel Zeit in das Ganze investiert. So. Mhm. Dein Freundeskreis, wie gehen die damit um? So, oder gab es schon Momente, wo halt vielleicht auch der Satz gedroppt wurde, yo, du hast ja gar keine Zeit für uns, was soll das? Tatsächlich gar nicht. Vor allem jetzt, ich glaube, das ist auch Corona-bedingt unter anderem. Ja. Also ich habe meinen festen, engsten Freundeskreis, der auch immer wieder irgendwie erwähnt wird und auch immer wieder mal in Videos zu sehen ist. Die wissen zu 100%, warum ich das Ganze mache und verstehen meine Motivation dahinter. Die sind meistens sogar so drauf, dass die teilweise mehr Verständnis dafür haben als ich. Das finde ich sehr, sehr krass. Oh, also, cool. Das ist cool, dass sie das supporten, for real. Ey, absolut, Props. Absolut. Und ich glaube, vor allem, wenn man das so intensiv wie ich macht, kristallisieren sich Leute heraus. Also frühere Bekannte, mit denen man hin und wieder mal Kontakt hatte, mit denen hat man gar keinen Kontakt mehr inzwischen. Das ist einfach so. Aber damit kann ich leben. Damit kann ich vorleben. Also ich habe meinen engsten Kreis, die immer hinter mir stehen, worüber ich sehr, sehr dankbar bin. Und ich sag's mal so, mein bester Kumpel Phil, ja, wegen dem habe ich wieder mit YouTube 2020 begonnen. Was? Ja. Junge, was für ein Ehrenmann. Hä? Weil der stand immer dahinter, egal zu welcher Situation, egal in welcher Abo-Größe. Und yo, als der Kanal David 500 Abos hatte und die Pause war, meinte er zu mir, Bro, du musst das unbedingt weitermachen. Das ist er, diesen Satz werde ich nie im Leben vergessen, aber, okay, aber geil. Ja. Er meinte zu mir, das ist goldener Boden, den du da einfach nicht nutzen würdest. Das hat er eins zu eins so zu mir gesagt. Da waren wir im Wald spazieren und haben uns auf eine Parkbank gesetzt und er meinte, du kannst es richtig gut, Mann. Mach weiter, ja. Na, das war süß, aber ey, for real. Ja, und ja, das hat mich so stark zum Nachdenken angeregt, dass ich dann die Sprachnotiz von Hübi damals angenommen habe, ja. Welche Sprachnotiz von Hübi? Ah, oh. Also, das kennst du ja auch gar nicht, Germi, du geile Sau. Also, 2019, da hatte ich ja Ende 2019 die größte Downphase meines Lebens. Das ist einfach so. Kann ich auch ganz offen darüber reden. Und bin dann Anfang 2020 in meine erste eigene Bude gezogen. Hatte damals noch eine Freundin. Ihr Haushalt, war nebenbei Kellnern, mit Freunden treffen etc. Und für mich stand fest, yo, YouTube wird einfach nichts mehr. Ich muss es realistisch sehen, keine Ahnung, wo ich es reinbringen soll. Und Corona hatte März begonnen, 2020. Ich habe meinen Kellnerjob verloren. Dementsprechend hatte ich wieder ein bisschen mehr Zeit am Wochenende oder generell in der Woche am Abend. Und im April 2020, so ist auch die Vielklicker-Crew entstanden. Mit Sefi, Hübi und dir. Genau. Habe ich eine Sprachnotiz von Hübi bekommen, wo er halt zu mir meinte, yo, dass er aktuell mehr mit anderen machen möchte auf YouTube, aber es kaum Leute gibt, die ein ähnliches Mindset beziehungsweise so ein ähnliches Arbeitsverhältnis wie er haben. Und dementsprechend meinte er, okay, ob ich es mir nicht nochmal überlegen möchte, nochmal anzufangen. Er würde auf jeden Fall mit Sefi was starten wollen und die beiden würden mich gerne dabei haben. Und er meinte so, yo, am Anfang können die mir quasi so einen Aufmerksamkeitsmotor geben und dann gucken wir mal, wo die ganze Reise hinführt. Und ja, cool. Dieses Angebot hat er mir gemacht, aber an dem Tag, als ich die Sprachnotiz bekommen habe, bin ich mit Phil spazieren gegangen und dann meinte ich halt zu ihm so, ja, realistisch gesehen, als ob ich dafür Zeit habe. Und am Ende hast du es ja trotzdem gemacht. Ja. Wegen Phil, weil dich motiviert hat. Ja, und weil wir uns danach noch ein paar alte Videos von mir reingezogen haben und ich dachte so, ja, eigentlich war das schon cool, was ich gemacht habe. Safe. Natürlich, am Ende hat auch sicher Hübi dich motiviert auch dazu, weil dort ja... Safe. Auf jeden Fall. Aber auch Phil und sicher auch Sefiron. Jo, absolut. Also, Sefi kann ich davor gar nicht. Also, nur als YouTuber, aber davor habe ich noch nie persönlich mit ihm geredet. Ah, okay. Das war so dann das erste Mal. Du hast bei Tom Agel dann 934 Videos derzeit online, ich sehe es gerade da drüber. Krass, echt? Das sind ja schon einige Videos. Was war damals so deine Motivation? Ich glaube, du machst ja YouTube aus heutiger Sicht mit einer anderen Motivation als damals, oder? Safe, auf jeden Fall.
Heute sehe ich nur das Geld, Kapi. Was war dann damals deine Motivation auf Tomageddon? War es einfach so die Community so? Alter, ich kann dir echt nicht mehr sagen, was meine Motivation gewesen ist. Also ich kann mich auch kaum mehr daran erinnern, wie ich Tomageddon-Videos gemacht habe. Ich bin ehrlich, also wenn ich mal so random ein paar Videos reinklicke, ich glaube, ich habe es aus Spaß gemacht. Also ich habe schon irgendwie mal darauf gehofft, dass man eventuell vielleicht mal, weiß nicht, das beruflich machen könnte. Aber dafür habe ich zu viel herum experimentiert und nicht meinen eigenen Weg gefunden. Und dann kam irgendwann David. Genau. Dann kam das 3D World Projekt als erstes, oder? Nein, das kam 2021. Oh lol. Ja, das kam, boah, da hatte ich mit David schon 8000 Abonnenten, glaube ich. Oh was, okay. Ja, das kam ein bisschen später. Was waren so die ersten Projekte, die ihr zusammen gemacht habt? Als Viehklicker? Genau. Ridgecraft und Wizardry, das Minecraft-Projekt. Ah, okay. Genau, und 3D World. Das waren die beiden Projekte. Ah, wie gut. Und das hat dir dann wirklich so einen Motivationsschub auch gegeben? Boah, safe. Also, David am Anfang war ja Let's Plays, geschnittene Let's Plays hatte ich. Da hatte ich unter anderem Projekte wie die Pokémon X Randomizer. Was hatte ich noch für Projekte? Ja, sowas wie Mario Kart und generell zwischendurch mal Einzelvideos. Und Witchcraft and Wizardry, als das Projekt vorbei war, hatte David, glaube ich, 2.500 Abonnenten um den Dreh. Jo, stabil. Absolut. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mich einfach so ein bisschen ausprobiert. Boah, ich gucke mal selber auf meinem Kanal nach. Vor allem alle David-Videos, die ich jemals gemacht habe, ich kann dir dazu eine Background-Geschichte erzählen. Ja. Das finde ich voll krass, deswegen werde ich mal nebenbei parallel so ein bisschen mitschauen. Das finde ich cool, das ist wie so ein Tagebuch, was man hat, oder generell so ein, ja, doch Tagebuch, ja. Doch, viel. Genau. Witchcraft and Wizardry und zwischendrin habe ich mal so andere Videos gemacht. Ich habe, mein erstes Comeback-Video war eigentlich, nee, das Let's Go 2 2020 war mein Comeback-Video. Oh, wie gut. Das war das erste Video, was ich hier in der Wohnung aufgenommen hatte, da stand der Schreibtisch sogar anders, krass. Also, jawohl. Aktuell sieht man mein Wohnzimmer von hinten. Aber ich zeige das jetzt in der Kamera. Normalerweise müsste man euch jetzt in die Richtung drehen, sodass ihr von da aus hier hinguckt zu den Fenstern. So, das war das erste Video. Krass. Oh, lol. Dann hatte ich im ersten Stream. Boah, der erste Stream, der war sehr, sehr krass. Da habe ich letztens so einen Rückblick auf Instagram bekommen. Ja. Und zwar in dem Stream wurden mir einfach eine neue Elgato donated und das war für mich so, WTF, was passiert hier eigentlich, ne? Okay, das ist heftig. Nein. Ja, das war sehr, sehr heftig. Ich glaube, es waren 40 bis 50 Leute dabei und das war insane. Sind eigentlich noch viele Leute oder einige Leute von Tomageddon immer noch bis heute dabei? Ja, tatsächlich. Boah, wie cool, ey, es hat Ehren, Mann. Junge, das sind so heftige Leute, die einfach da sind, die ganze Zeit. Es gibt einen, der heißt Aldin. Mhm. Der ist seit unter 100 Abonnenten Playageddon dabei. Was? Ja, das ist sehr, sehr krass. Der ist hin und wieder, schreibt er mal einen Chat rein, aber auch nicht mehr so oft, weil er arbeitet auch inzwischen. Das finde ich voll krass. Früher sind wir Schüler gewesen und jetzt ist er auch schon am Arbeiten. Was ein Champ. Absolut, das ist sehr, sehr krass. Dann gibt es noch Mike Plays. Der ist aber auch schon länger nicht mehr auf dem Kanal gewesen. Keine Ahnung, ob er noch da ist, aber er ist auf dem Kanal David sogar noch Mod. Ah, wie gut. Ich glaube, ich habe ihn ein Jahr oder so nicht mehr gesehen, aber vielleicht taucht er irgendwann mal wieder auf. Mal gucken. Ansonsten von Tomageddon gibt es echt noch einige tatsächlich, ja. Ich habe auch letztens erfahren, dass Shimtex beispielsweise Tomageddon damals schon kannte. Wie gut. Ja, aber Shimtex wusste nicht, dass David Tomageddon ist. Nee? Nein, er wusste das echt nicht. Der hat das nicht gecheckt tatsächlich. Ey, grüße gerne raus an Timo. Was geht? Alter, Giga, der Ehrenmann. Kuss. Das ist schon krass, dass so viele Leute noch bis heute dabei sind. Das ist das Einzigartige an der Nintendo-Community, an der Nintendo-Bubble. Das ist eine große Familie, Real Talk. Also mach mal, wenn ich so bei einem Streamer im Chat schaue, ich sehe so oft Leute, die ich wirklich einfach von Namen kenne. Ja, so, ja, so true. So viele Leute schauen, so viele Streamer, das ist so cool. So. Ich finde echt, es gibt so viele nette Zuschauer und keine Ahnung, es ist echt motivierend, aber auch so viele nette Zuschauer zu kennen, die auch andere Leute unterstützen. Ja, absolut. Das ist mega. Also du hast über die Jahre schon einen extrovertierteren Kommentarstil dir entwickelt, oder? Mach mal so diese Special-Lache. Das ist so eine Special-Lache. Mach mal, kann die Rabenlache? So. Das ist die Endstufe der Lache, wenn ich etwas sehr, sehr lustig finde.
Und wenn die Luft fehlt, dann kommt die Lache raus. Das verschiedene Stufen an Lachflashes oder wie? Ja, genau. Das ist die Endstufe, die du gerade genannt hast. Wie gut. Du wirkst schon in deinen Videos sehr extrovertiert, habe ich das Gefühl. Soweit ich weiß, hast du mal in alten Videos auch erzählt, dass du auch introvertiert sein kannst. Ist es immer noch der Fall, so dass du beides bist so? Also tatsächlich ja, kommt aber auch immer auf meine Mut an. Beispielsweise auf der Arbeit würde ich schon sagen, dass ich, ja, was heißt introvertiert? Also ich bin ruhig auf der Arbeit, liegt daran, dass ich da auch meistens echt müde bin. Also wenn ich müde bin, bin ich meistens eh immer so ein bisschen, ui. Und es kommt immer darauf an, in welchem Kreis ich mich gerade bewege. Also auf YouTube bin ich immer voll aufgedreht und glücklich, weil es das ist, was ich liebe. Ja. Und soll natürlich nicht heißen, dass ich meinen Sparkassenberuf nicht liebe. Aber ja, das ist natürlich eine andere Situation. Safe. Aber ansonsten bin ich in Situationen mit vielen Erwachsenen noch recht ruhig. Ja. Liegt aber daran, dass, ja, also wenn ich jetzt eine Real Wriggler und wie der größte Affe rumspringen würde, ist klar, es wäre halt strange, ne? Aber ansonsten, wenn ich mit Leuten unterwegs bin in meinem Alter, bin ich sehr, sehr extrovertiert, würde ich sagen, ja. Aber ist halt auch so, YouTube bietet es dir auch an, wie eine andere Seite von dir auszuleben. Ja, also im Prinzip eigentlich ganz hart gesagt mein wahres Ich. Also auf YouTube? Ja. Wie gut. Und es ist ja auch als YouTuber so, man erzählt viel von sich selber, man gibt es aber so, wie man sich gerade gibt in den Videos. Also ich glaube, jeder YouTuber hat schon mal Gerüchte über sich selber gelesen. Hattest du mal so einen Vorfall, so wo du wirklich dachtest, yo, dieses Gerücht oder dein Denken über mich als Person ist in dieser Hinsicht falsch? Hattest du das ja, mal oder öfters? Auf jeden Fall. Also was ich häufig lese, dass ich mich halt in Videos verstelle, Kinder anzulocken und denen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Was? Das habe ich inzwischen, ich glaube, 4 oder 5 Mal gelesen. Also in 1,5 Jahren alles gut, also relativ selten. Aber das schreiben meistens irgendwelche Erwachsene rein, die mich zum ersten Mal sehen, weil die sich nicht vorstellen können, dass ich wirklich so bin. Boah. Dass ich mich extra verstelle. Bei YouTube ist es ja noch so, dass du, also du bist schon aktiv. Also ich weiß jetzt, was so deine Ziele sind, so ein Video am Tag oder was sind so deine Ziele? Na, um Gottes Willen. 3 Hauptkanal-Videos in der Woche. Ah, okay. Weil ein Video dauert ja schon echt länger, also durchschnittlich 6 bis 10 Stunden. Boah, okay. Würde ich sagen, pro Video. Jetzt beispielsweise ist das Cuphead-DLC rausgekommen. Die Videos sind etwas einfacher. Aber boah, bei den meisten Videos mache ich mir halt einige Gedanken, weil YouTube 2022, da kannst du halt nicht mehr ein Spiel normal spielen, das funktioniert halt nicht mehr. Das ist einfach schon so. Also, andere Zeiten da. Richtig, du musst dir halt Gedanken machen, welchen Titel benutze ich, wie soll das Thumbnail im Endeffekt aussehen, wie kann ich es hinbekommen, dass Zuschauer nicht abschalten während eines Videos. Das sind so 3 Gedanken, die du in einem Video hast und dementsprechend, boah, habe ich hier irgendwo ein Video, was sehr, sehr lange gedauert hat, wo ich sagen würde, boah, das war heftig lange. Also generell habe ich hier so eine Cuphead Master Quest letztens hier gestartet. Ja. Da hat eine Aufnahme letztens 4 Stunden gedauert, also die Aufnahme alleine. Boah. Genau, und dann mit Schnitt etc. war ich bei über 10 Stunden im Endeffekt. Das ist einfach so. Ansonsten, yo, wie schnell kann ich jeden Boss in Cuphead besiegen? Das hat auch ein bisschen länger gedauert. Vor allem, hin und wieder mache ich auch gerne Sketch-Videos. Zum Beispiel meine Top 10 Nintendo DS-Games, meine Top 10 Wii-Games und so. Das dauert auch immer ein bisschen länger, weil ich da Sketche reinbaue, wo ich auch draußen unterwegs bin, wo ich Phil und den Viertel-Italiener mitmachen lasse dann beim Spielen. Genau, das dauert dann auch ein bisschen länger. Ja, wie gut. Du bist ja schon aktiv in meinen Augen so. Wie hat sich so deine Motivation geändert oder gab es andere Motivationspunkte bei dir über die Jahre, wo du halt einfach daraus eine Motivation ziehst? Also, die aktuelle Motivation, die ich so rausnehme, ist einfach das zu tun, worauf ich Bock habe. Das ist so der ganz, ganz große Punkt in meinem Leben. Also viele sehen immer YouTube als Geldquelle. Und wenn jemand YouTube betreibt, ist das schnelle Geld immer das einzige Ziel. Aber das glauben mir auch viele nicht, wenn ich das sage. Aber ich sag's dir so, wie es ist. Geld ist mir scheißegal. Mir ist es im Leben einfach wichtig, dass ich genug Geld habe, um abgesichert zu sein. Wäre natürlich cool, wenn ich irgendwann einfach ein eigenes Haus hätte, damit man einfach ganz hart gesagt keine Kopfwickerei mehr hat dementsprechend. Dass ich halt meine Familie mit absichern kann. Das ist mir sehr, sehr wichtig, weil meine Eltern später nicht die beste Rente haben werden.
Deswegen ist es mir halt umso wichtiger, dass ich denen auch etwas im Alter bieten kann. Wie nett von dir, also for real. Danke. Aber mir ist es wirklich wichtig, dass es denen halt gut geht im Endeffekt. Mhm. Und dass halt niemandem was im Freundeskreis passiert. Und das ist so das einzige Ziel von Geld, was ich habe. Dieser Aspekt von Sicherheit, der Aspekt, das zu tun, worauf ich Bock habe. Und der Aspekt, irgendwann größere Videoprojekte zu realisieren. Also die drei Ziele habe ich geldtechnisch. Dinge, die mich nicht jucken, Markenklamotten, teure Autos und sonstige Luxusgüter. Sage ich so, wie es ist, juckt mich nicht mehr. Früher habe ich einen größeren Wert drauf gelegt mit 19, aber vor allem, als ich jetzt in meine eigene Wohnung gezogen bin und weniger Geld zur Verfügung hatte, habe ich mich mal gefragt, warum kauft man eigentlich solche Luxusgüter? Und mir ist kein einziger Grund eingefallen. Also ich habe es früher nicht für mich getan, sondern halt für die Gesellschaft und die breite Masse. Und ja, also erstmal, damit man diesen Punkt Geld wirklich rausstreicht. Mir ist es nur wichtig, dass man irgendwann sagen kann, ey, ich kann locker davon leben. Das wäre mir wirklich wichtig. Mal gucken, ob das in der Zukunft irgendwann klappen wird. Meine Motivation ist es wirklich, da habe ich auch in meine Roomtour so ein bisschen drüber gesprochen. Ja. Ich habe in meinem Schlafzimmer über meinem Fernseher so einen Schrank. In dem Schrank lege ich alle Dinge hin, die mir Zuschauer mal geschickt haben, sei es Briefe oder selbstgebastelte Dinge. Und wenn ich morgens aufstehe, ist es so das Erste, worauf ich drauf gucke. Und ich denke mir immer, krass, ich bin ja aktiv, hast du ja auch gerade schon gesagt. Ich stream 5-mal die Woche plus 3 Hauptkanalvideos plus 5 bis 7 Videos auf dem Zweikanal um den Dreh. Und für einige bin ich wirklich Daily Routine geworden. Für einige bin ich einfach eine Person, die jeden Tag da ist. Für einige bin ich eine riesige Inspirationsquelle oder bin ich ein Vorbild. Es gab auch einige, das haben die mir schon geschickt, die haben ein Referat in der Schule über mich gehalten, weil ich die so krass motiviert habe mit den deepen Videos. Und das Krasseste, also ich habe ein paar krasse Nachrichten bekommen, beispielsweise, da kriege ich jetzt Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Es gab eine Person in der Community, die wollte Suizid begehen. Und die hat wirklich nochmal einfach drüber nachgedacht, einfach aufgrund, ich glaube, eines Videos von mir, wo irgendeinen Satz habe ich gesagt und diesen Satz hat die Person so hart getriggert, über das Ganze nochmal nachzudenken, dass die Person sich Hilfe gesucht hat und heute ein glückliches Leben führt. Ey. Und das ist für mich so eine krasse Motivation, dass du mit einfachen Comedy-Videos oder wo einige rumhaten, Real Trigger nicht lustig, für einige ist es cool und deswegen mache ich das. Aber das ist auch so eine Sache bezüglich Inspiration oder so. Zum Beispiel jetzt einfach, um einen Namen zu nennen. Momo zu dem O, was geht? ich habe manchmal bei Momo vorbeigeschaut und der macht voll oft so mit dieser Handbewegung sowas, so mit einem Finger auf irgendwem zeigt, so, yo, ich mach's gerade nach, so, yo, was geht? Und ich habe ihm dann gesagt, yo, Momo, du machst das mega oft. Und er so, ja, ihr schaut so viel Tomageddon. So, Leute übernehmen Dinge von dir. Ja, Momo ist ein Ehrenmann. Momo, besser Mann. Du hast dich auch schon andere Let's Player motiviert oder aber generell Gaming-YouTuber motiviert, auch selber damit anzufangen. Man übernimmt halt so schnell Dinge von anderen oder auch dieses Reels. So, das Reels bekommt jeder mit. Ja, das ist total krass. Also ich habe da auch letztes Mal drüber nachgedacht, wie schnell Leute einfach Dinge übernehmen. Ne? Also ich habe das auch schon bei einigen YouTubern gesehen, dass sie einfach ein paar Dinge übernehmen. Also das Krasseste war, letztens habe ich gehört, wie jemand einfach meine Lache übernommen hat. Wie cool. Ja, also wahrscheinlich auch unterbewusst. Das kann ja auch unterbewusst einfach sein, ne? Aber wie du schon sagst, auch Wörter. Also zum Beispiel Hübi hat ja auch einige Wörter so in seinen Sprachgebrauch inzwischen von mir aufgenommen. Das ist total crazy. Aber Reels kommt von dir? Ja, Reels ist irgendwie so eine Mischung aus beidem. Also ich glaube, Hübi hat das irgendwann mal statt Wild hat er Reels gesagt und ab dem Zeitpunkt ging es los. Aber der Ursprung war ja der Wriggler. Oh, lol. Genau, der Ursprung für all das Böse der letzten 2 Jahre war der Wriggler. Alter, das kommt von dir. Aus Wriggler wurde. Das war. Wriggler. Kennst du die Background-Story? Ich hab da mal gehört, dass es, glaube ich, daran lag, weil du das einfach immer falsch ausgesprochen hast, glaube ich. Aber wie das so richtig groß geworden ist, einfach? Nee, das weiß ich, glaube ich, nicht. Also, ich habe mal ein Mario Maker 2 Video rausgebracht. Das war ein Five. Hä? Auf David? Genau, auf David. Okay. Das war ein Five Nights at Freddy's Level in Mario Maker 2. Ja. Das war voll cool. Und
Auf jeden Fall in diesem Mario Maker 2 Level kam richtig oft, inzwischen kann ich es aussprechen, Wiggler, kam richtig oft ein Wiggler vor. Und ja. Ich habe bestialisch oft in diesem Video einfach gesagt, oh, von oben, da kommt der Wiggler. Oh, der Wiggler von rechts, Wiggler von oben. Und Hübi hat ganz random irgendwann, glaube ich, in den Part reingeschaut und er hat halt kommentiert, wer kennt ihn nicht, den Wiggler, hat er mit R geschrieben. Und das war aber 2019. Ja. Irgendwann in dem Richcraft and Wizardry Projekt, der hat irgendwann gestreamt, ganz random. Ja. Und dann hat er auf dieses Video reagiert und hat sich voll drüber lustig gemacht, der kann das Englische wenig aussprechen. Und ab dem Zeitpunkt hat er gesagt, ab heute heißt er eben nicht mehr Wiggler, sondern Wiggler. Und seitdem wurden alle Wörter mit W zu R gemacht. Nicht mehr WhatsApp, sondern Rotzapp und no way, no ray. Aber ey, mal for real, wenn irgendwelche neue Zuschauer da sind, was denken die teilweise? Was hast du da schon für Reaktionen gesehen? Gerade bei no ray, man denkt so, no ray, habe ich das richtig gehört? Also, ja, da, no hat way. Da hat erst gestern einer unter einem Video kommentiert, ja. Yo du, ich habe mal eine Frage, das habe ich jetzt schon bei voll vielen Streamern gehört, aber warum sagst du no ray statt no way? Hattest du schon mal dein Vorfahr, das dir eine Familie geschrieben hat, zufällig? Zu dem Video? Aber irgendwie so eine Familie, wo die gesagt haben, yo, die ganze Familie schaut deine Videos zusammen. Also, da habe ich einen lustigen Kommentar im Kopf. Und zwar, es gibt einen Zuschauer, der heißt Torben. Grüße geht raus an Torben. Er feiert Vergleiche an Weihnachten von mir, richtig böse. Kennst du den ersten Track davon? Den Song, ja. Ja. Und er meinte zu mir, ey, jedes Jahr an Weihnachten, wenn er mit seiner Familie am Essenstisch sitzt, macht er diesen Song mit der ganzen Familie an. Ja, das ist halt mega cool. Ansonsten eine sehr süße Nachricht, die ich mal bekommen habe, war von einer jungen Mutter auf Instagram. Und zwar hat sie mit ihrem, ich glaube, 5-jährigen Sohn einen 3D-World-Stream von mir geguckt. No. Und sie hat mir dann geschrieben, so, yo, mein Sohn feiert voll deine Videos, er ist mega am Lachen, wenn er dich sieht, gibt es eine Möglichkeit mit dir zu spielen? Und das fand ich voll süß. Oh mein Gott. Ja. Hey, das ist so dieser Impact, den man als YouTuber haben kann, aber das ist halt auch krass, weil jeder Klick ist ein Mensch. Ist ein Mensch, ja, das ist voll verrückt, ne? Und jeder hat halt gewisse andere Emotionen in dem Moment, wo er das Video schaut. Richtig, ja. Und ich weiß auch noch, bezüglich einem Zuschauer oder Zuschauerin. Es war irgendwo auf der Gamescom, ich hab dich gesehen und du so zu mir, also irgendwann im Laufe des Gesprächs hast du mir gesagt, yo, da war eine Zuschauerin, die hat mir ein Bild geschenkt und ich dachte mir so, yo. Yo, cool. Stimmt. Boah, das war, shit, ich hab den Namen vergessen, 2018 war das sogar noch oder 19? Ich glaube 2018? Weiß es nicht mehr. 18, ich glaube eher 18, ja. Aber ich glaube auch 2018, genau. Ja. Da hat sie mir sogar ein T-Shirt geschenkt, ja. Und du weißt es noch, wie cool. Ja, ein T-Shirt mit meiner Lieblings-Rap-Line war das früher, ja. Oh, wie cool. Ja. Aber man muss auch sagen, so in deiner Größe hast du schon noch viele Zuschauer im Schirm, oder? Safe. Also ich glaube, das kommt einfach von dem richtig häufigen Stream. Und um mal einem Bekannten aus dem Freundeskreis zu zitieren, ich bin ein anfassbarer YouTuber, also... Man kann mich eigentlich immer mit wichtigen Dingen erreichen. Also ich sag's mal so, auf Instagram antworte ich inzwischen einfach nicht mehr auf alles, um mich selber auch einfach zu schützen. Das muss ich so hart einfach mal sagen, weil solche Nachrichten wie, yo, wie ist das Wetter bei dir oder was machst du so, wie geht's dir? Ich kann da einfach nicht mehr drauf antworten. Das ist einfach so, weil das wird irgendwann zu viel. Verstehe. Aber wenn jemand wirklich eine Frage hat, eine ernst gemeinte Frage oder irgendeine andere Nachricht schreibt, antworte ich natürlich immer. Also, es gibt auch viele, die zum Beispiel mir geschrieben haben, wenn sie irgendwie Probleme hatten oder Liebeskummer oder so und ich dann probiert habe, den Tipps zu geben, ja. Oh, wie cool. Ich weiß auch noch, es gibt irgendwie so einen Zuschauer auf Twitch. Ich glaube, das ist Buddy Wiggler, irgendwie sowas. Ah, Buddy Wiggler, ja, klar, kenn ich den Namen. Safe Call. Der war heute bei mir im Stream und ich denke mir so, hat Wiggler im Namen. Von welcher Community kommt der wohl? So. Ja, ich finde das voll cool. Wally kenne ich, Safe Call, ja. Ja, moin. Du wirst irgendwann davon leben können so, aber auch damit du jeden Tag aufstehen kannst und wahrscheinlich auch das machen kannst, worauf du wirklich am meisten Lust hast so. Ja. Bist du in nahbarer Zukunft bald an einem Ziel angelangt oder wie siehst du das so? Boah, das kann man nie sagen. Also, es wäre prinzipiell bestimmt möglich. Also jetzt schon? Mit Risiko ja. Na, okay. Aber
das ist mir einfach aktuell noch zu ein großes Risiko. Weil ich möchte das Ziel erreichen, ich möchte sagen, okay, ich kann alleine von den Werbeeinnahmen leben, also das, was durch Werbung reinkommt. Ohne Twitch dazu gezahlt? Ohne Twitch, genau. Ah, okay. Ja, also ohne jeglichen Community-Support, weil das schwankt halt, also das schwankt halt sehr stark. Und ja, glaube ich. Ich meine, man kann ja keine Menschen zum Spenden irgendwie animieren oder so, möchte ich auch gar nicht, darum soll es ja auch gar nicht gehen. Ich meine, jeder muss für sich selber entscheiden, ob er spendet oder nicht, ne? Ich meine, es gibt beispielsweise diesen Monat war es halt so, dass deutlich weniger gespendet worden ist. Ist auch vollkommen okay. Ja. Aber diesen Monat ist zum Beispiel viel mehr durch Werbeeinnahmen reingekommen, weil der Kanal aktuell echt stark am Wachsen ist. Cool. Von daher gleicht das eine das andere wieder aus. Aber Werbeeinnahmen technisch würde ich sagen, habe ich die Hälfte erreicht. Oh, wie von meinem Ziel, ja. Hast du manchmal Downphasen so? Safe. Na okay, und was machst du dann einfach so? Einfach weitermachen oder? Weitermachen. Das ist, oh, wie gut. Es gibt keine Sache im Leben, wo du 24/7 voll motiviert bist. Das gibt's nicht. Ja, bei mir auch, naja, auf jeden Fall. So. Ja, also von daher, du wirst auch bei der geil, also das ist so Sport. Passendster Vergleich eigentlich. Mhm. Du gehst ins Gym, du baust sehr schnell Muskeln auf, denkst dir so, ja Mann, boah, bin ich eine geile Sau. Und irgendwann baust du nicht mehr so schnell auf wie am Anfang. Und dann fehlt dir die Motivation. Bei den meisten ist das der Punkt, wo die aufhören zu trainieren, weil die merken, irgendwie mache ich keinen Fortschritt mehr. Wobei es einfach nur deutlich länger dauert, bis man jetzt mehr Muskeln aufbaut. Und ja. Das ist der Punkt, wo meiner Meinung nach Motivation entsteht. Motivation ist für mich Durchhaltevermögen, weil dadurch bekommst du Motivation. Du hast echt eine lange YouTube-Laufbahn hinter dir und bist jetzt an einem Punkt, wo ich echt denken würde, so, yo, der Junge hat echt was erreicht. So. Und es ist schon trotzdem auch hart, so viel zu produzieren, oder? Das gibt es ja auch so harte Tage. Du produzierst ja mega viele Videos. Ja, true. Also das Harte ist halt immer, wenn du nicht weißt, wie ein Video ankommt, weil das ist schon, das ist die größte Kopfwickerei an YouTube, weil du kannst ein geiles Video machen, du bist zufrieden, aber dann juckt es im Endeffekt nicht so viel und es floppt. Und das ist so, das ist schon hart, ja. Aber deine Lösung ist dann einfach weiterzumachen, trotzdem. Du musst, bringt ja nichts, ne? Bringt ja nichts. Und das ist immer so, also du kannst ja nicht immer einfach, also für diejenigen, die gerade dieses Video gucken und das YouTube-Ranking-System nicht kennen, wenn du ein neues Video droppst, dann wird dein aktuelles Video mit den letzten 10 verglichen und dann gibt es so eine Platzierung. Wo landet dein neuestes Video von den Top 10 anhand der Aufrufe? Du wirst es nicht immer schaffen, 1 von 10 zu haben. Das geht nicht. Das klappt nicht immer. Und dann hast du halt irgendwann eine 10 von 10 und dann ist das halt so. Dann ist es halt dein schlechtestes Video, in Anführungszeichen, von den letzten 10 Videos. Ja, dann ist das so. Ich würde glaube auch was sagen, das Wichtigste ist, also gerade wenn man große Ziele hat damit, einfach weiterzumachen und halt versuchen, trotzdem kreativ zu bleiben und ja, nicht aufzugeben. True. Ich meine, wie viele große Menschen haben Dinge teilweise 1000 Mal ausprobiert, bevor es geklappt hat? Ist so. Und du hast ja auch viel probiert, definitiv. Yo, true. Ich bin echt gespannt, wo die Reise noch hingehen wird. So. Hoffentlich wird die Reels weitergehen. Safe, da ist noch einiges geplant. Ja, Mann. Und ich denke, ich werde jetzt auch an dieser Stelle sonst dieses Interview beenden. Ich bedanke mich wirklich dafür, dass du dabei warst. Du, Meister, sehr, sehr gerne. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ja, yeah, Mann. Dann würde ich mich an dieser Stelle von euch verabschieden. Also, ciao, Leute. Cheerio. Danke, dass ich dabei sein durfte.